بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. والله wir bitten dich um Wissen und Wissen was Nützliches und lass es uns nützlich sein. Amin. Heute inshallah werden wir wieder mit einem anderen Sahabe reden, mit einem anderen Stern, die hier gelebt haben und die wahr sind, die echt sind. Einen Gefährten, den jeder Muslim kennen sollte. Sein Name vor dem Islam hieß Abdus-Shams. Abdus-Shams heißt auf Deutsch Diener der Sonne. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn fragte, wie heißt du, sagte er Abdus-Shams. Er sagte, du heißt nicht mehr Abdus-Shams, sondern du heißt Abdurrahman. Und hier lernt man eine Lehre, dass wenn die Namen nicht dem Islam geeignet sind, dass man die ändern soll. Und auch wenn die Namen nicht passend sind, also es ist nicht gegen den Islam, aber trotzdem hat das etwas nicht Schönes, sollte man diesen Namen ändern. Wie zum Beispiel, als ein Sahabe Sa'b hieß, schwer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du heißt dann Sahl, leicht. Dieser Sahabe weigerte sich aber, also einer von diesen Sahaben weigerte sich, seinen Namen zu ändern. Und man sagt, dass diese Eigenschaft von diesem Namen bis zum Ende geblieben ist. Deswegen sollte man die Kinder auf schöne Art und Weise oder schöne Namen geben. Denn diese Eigenschaften, die mit diesem Namen verbunden sind, die bleiben. Und dann gibt es auch Unterschiede zwischen Asma'ul Jalala und Asma'ul Jamal. Es gibt Jalal, die hart sind, zum Beispiel Abdul Qadir. Abdul Mutakabbil. Und das sind eben harte Namen. Das sind Namen, die gehören zu Allah, aber trotzdem sind die ein bisschen hart. Und dann gibt es zum Beispiel Namen, die haben eine Schönheit. Jamal, Abdurrahman, Abdullah, der Diener der Allbarmherzigen oder der Diener des Erbarmers. Das sind leichte und schöne Namen. Sein anderer Name, also sein Spitzname, ist Abu Huraira, radiallahu anhu. Also sein echter Name ist Abdurrahman ibn Sakhr, nach der stärksten Riwaya. Und sein Spitzname ist Abu Huraira, was sozusagen heißt wie Sohn oder Vater von der kleinen Katze. Und das ist eben ein Laqab, den man eben später gibt durch eine Eigenschaft, die er hat, wie er lebt. Und das ist eben, weil er eine kleine Katze oder weil er Katzen immer geliebt hat und immer sie in der Hand hatte. Radiallahu anhu. Er gehörte zu denen, die Allah ständig dankten und sagte, Alhamdulillah, der mich recht geleitet hat. Alhamdulillah, der Abu Huraira den Koran gelehrt hat. Alhamdulillah, der mich zu einem Begleiter des Propheten gemacht hat. Und hier muss man etwas oder eine Lehre herausholen, dass der Mensch Dhikr machen soll ständig. Er soll den Tag nicht ohne Dhikr verlassen. Und deswegen gibt es auch die Adhkar al-Sabah wal-Masa. Es gibt die Adhkar, die Gedenken, die man am Morgen macht, die man eigentlich machen sollte, damit man sich schützt, damit man Allah näher ist. Und auch nachts. Die Adhkar sind sehr viele. Eine, die uns mein Lehrer gelehrt hat, ist zum Beispiel, dass wenn du am Essen bist, dass du mit deinen Kindern zum Beispiel dich erinnerst oder erwähnst, was sind die Güten, die Allah dir gegeben hat. Beim ersten Mal wirst du sagen, Essen, Trinken, Auge, Ohr, Nase. Und dann nach 5 oder 10 Eigenschaften oder 10 Sachen wirst du dann nichts mehr sagen können. Beim nächsten Tag wirst du dann 20 sagen können. Beim nächsten Tag vielleicht 30, 50 und so weiter. Und dann denkst du an Allah ständig. Egal wo du bist, egal was du machst es mit der Verbindung oder in der Verbindung mit Allah. Du fragst dich dann ständig, warum mache ich diese Sache? Und wenn sie mit Allah zu tun hat, freust du dich. Und wenn sie mit Allah nichts zu tun hat oder es ein Verbot ist, lässt du sie.
Er diente oder er begleitete den Prophet sallallahu alaihi wasallam 4 Jahre. Und in diesen 4 Jahren, wenn wir uns fragen, was wir alles geschafft haben, werden wir sehr weniges sagen. Was hat Abu Huraira radiallahu anhu geschafft? Er hat es geschafft, 5374 Hadithe auswendig zu lernen. 5374. Wir müssen einen Vergleich machen zwischen uns und diesen Sahaba, was sie erreicht haben und was wir erreicht haben. In der Dunya müssen wir nicht nach oben gucken, also die über uns sind, sondern wir müssen zu den Menschen gucken, die unter uns sind. Und das machen wir falsch. Aber in der Akhira müssen wir auf die, die oben sind, gucken. Mashallah, der macht Qiyamul Layl zum Beispiel. Die Furud sind sowieso, die muss man sowieso machen. Aber bei den Nawafil müssen wir nach oben gucken. Als Abu Huraira mit 2 Gefährten in der Moschee Dhikr und Dua machten, kam einst der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wir waren dann leiser, sagte ein Sahaba. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kehrt zu der Lage, in der ihr wart. Also macht weiter. Zaid ibn Thabit berichtet, so machte ich und der andere ein Dua. Und Abu Huraira radiallahu an sagte Amin. So sagte dann Abu Huraira radiallahu an, ja Allah, ich bitte dich, was die anderen gebetet haben. Also er nimmt sich Nutzen von den Duas, die anderen gemacht haben. Und danach bittet er sein Dua. Und Wissen. Aber welches Wissen? Weil es gibt Arten von Wissen. Es gibt schlechtes Wissen und es gibt gutes Wissen. Er sagte Wissen, was nicht vergessen wird. Und deswegen gehört es zu einem Dua, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam ständig erwähnt hat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. O Allah, ich bitte dich um Wissen, was nützlich ist. Jetzt mit Wissen, was nützlich ist, was kann ich machen? Ich kann Taten machen. Ohne Wissen kann ich keine Taten machen. Ohne Wissen weiß ich nicht, wie ich bete. Ohne Wissen weiß ich nicht, wie ich Zakat gebe. Ohne Wissen weiß ich nicht, wie ich Siyam mache. Ohne Wissen weiß ich auch nicht, wie ich Tijara, wie ich handeln gehe. O Allah, ich bitte dich um Wissen, was nützlich ist. Wa'amalan mutaqabbala. Und ich bitte dich um Taten, die akzeptabel sind. Als erstes Wissen. Und mit diesem Wissen mache ich dann Taten. Jetzt diese Taten, da kommt etwas, Früchte. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Ich bitte dich um guten, sauberen Rizq. Um Früchte, die von meiner eigenen Hand gekommen sind. Jetzt, nachdem Abu Huraira radiallahu anhu diesen Dua gemacht hat, wurden die anderen ein bisschen eifersüchtig und sagten, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als erstes Amin. Und was ist das für eine Ehre, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Amin sagt? Denn sein Dua ist mustajab, sein Dua ist erfüllt. Hier sagten dann die anderen beiden, wir bitten um Wissen, was nicht vergessen geht. Sie wollten es noch schnell einholen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, der Junge von Daus war schneller. In einer anderen Situation hat Abu Huraira ständig seine Mutter zum Islam gerufen, weil seine Mutter war noch nicht Muslima. Bis sie dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigte. Sie hat Schlechtes über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt. Hier hat Abu Huraira radiallahu anhu geweint und ist weinend zum Propheten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gegangen. Jetzt heutzutage bringen die Menschen den Menschen, seinen Bruder, in den Kufr. Er versucht, Fehler zu suchen, damit er ihn in die Hölle bringt. Abu Huraira radiallahu anhu war anders. Anstatt zu sagen, mach ein Bittgebet auf sie, sagte er, bete für sie. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hebte seine Hände und machte Dua. Als Abu Huraira radiallahu anhu dann nach Hause ging und die Tür öffnen wollte, rief die Mutter, bleib stehen. Denn sie vollzog die große Waschung. Also er konnte hören, dass sie die große Waschung vollzieht. Dann öffnete
sie, also die Mutter, die Tür und sagte: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde erfüllt. Jetzt hier ging er wieder weinend zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber dieses Weinen war nicht das erste. Dieses Weinen war Freudentränen. Er ging zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Freudentränen zurück, um ihn zu berichten oder zu benachrichtigen, dass Allah sein Bittgebet erfüllt hat. Daraufhin bittete Abu Huraira noch einen Dua. Hier müssen wir auch eine Lehre bekommen, dass wir diesen Dua bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei den Gelehrten, bei den Leuten, die Salihin sind, ausnutzen müssen. Wir müssen sie um Duas bitten. Bitte Allah, dass die Gläubigen mich und meine Mutter lieben. Er liebte das Wissen für sich und für die anderen. Also das heißt, er wollte nicht nur Wissen für sich haben, er wollte, dass die Menschen auch Wissen bekommen. Wo die anderen zum Markt gingen, also während er sich mit Wissen beschäftigt, gingen die anderen zum Markt, um Dinar zu bekommen, um Dirham zu bekommen, um Geld zu bekommen. Und deswegen ging er eines Tages zum Markt und die Menschen beschäftigten sich mit der Dunya, also mit dem Diesseits. Mit dem Geben und Nehmen, mit dem Geld hier und mit dem Geld dort. Da sagte Abu Huraira, er rief zu den Menschen: Der Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird verteilt. Und ihr seid hier? Sie riefen: Und wo ist er? Wo ist dieser Erbe? Sie dachten sofort an Geld. Er sagte: In der Moschee. Da gingen alle Menschen zur Moschee. Als sie gingen, kamen sie nach einer Weile zurück und sagten: Ja, Abu Huraira, wir sahen nichts. Wir haben kein Geld gesehen. Wir haben kein Dirham gesehen. Wir haben kein Dinar gesehen. Wir haben kein Gold gesehen, kein Silber. Er sagte: Habt ihr denn niemanden gesehen? Sie sagten: Doch, Leute, die beten, Koran lesen und Leute, die erwähnen, was Haram und Halal ist. Da sagte Abu Huraira radiallahu anhu: Das ist das Erbe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Dunya, das Silber und das Gold, das bleibt hier. Aber das Wissen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es bleibt. Eine andere Geschichte von Abu Huraira radiallahu anhu ist, dass er einmal ausgehungert auf der Straße lag. Abu Huraira radiallahu anhu gehörte zu denen, die zu Ashab al-Suffa gehören. Also die in der Moschee gebetet haben oder gelebt haben, weil sie arm waren. Einige von denen waren aber nicht arm, aber trotzdem wollten sie dort bleiben, weil sie wussten, dass man Wissen erlangen kann. Dass die Dunya vergänglich ist und dass sie lieber diese Akhira haben möchten. Jetzt Abu Huraira radiallahu anhu mit seiner Klugheit wartete, dass die Sahabe vorbeikommen, damit er sie um eine Frage stellt. Und mit dieser Frage sagt dann diese Person zum Beispiel: Ich nehme dich nach Hause und dann kannst du auch ein bisschen bei mir essen. Und Abu Bakr radiallahu anhu kam vorbei. Er ging zu ihm und fragte ihn nach einer Ayah aus dem Koran. Er sagte: Wallahi, also Abu Huraira radiallahu anhu sagt: Wallahi, ich wusste, was die Bedeutung ist und was der Urteil dieser Verse ist. Aber ich hatte gehofft, dass er mich zu sich einlädt. Aber Abu Bakr radiallahu anhu hat ihm einfach nur die Antwort gegeben und ist weitergezogen. Und dann kam der nächste Sahaba, Umar radiallahu anhu. Umar ibn al-Khattab kam und er fragte ihn auch. Doch Umar radiallahu anhu gab ihm eine Antwort und zog auch weiter. Doch dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der die Gesichter verstehen kann, der sehen kann vom Gesicht, was du brauchst und was du willst. Er lächelte ihn an und wusste, was mit Abu Huraira los ist. Folg mir, sagte er. Als er im Hause des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, sah er eine Schale mit Milch und dachte sich: Das wird uns beiden ausreichen. Also das reicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird ein wenig trinken und ich werde ein wenig trinken und dann werden wir satt sein. Doch dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ruf Ahlus Suffa. Und Ahlus Suffa sind nicht wenig. Und er in sich sagte: Wem wird das ausreichen?
Also so eine kleine Schale wird den ganzen Leuten ausreichen. Als alle dann getrunken haben, jeder kommt einzeln zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, geht in das Haus, trinkt ein wenig und geht wieder raus und der nächste und der nächste und der nächste. Bis dann alle fertig waren. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, trink ja Abu Huraira. Und er trank. Trink noch mehr. Und er trank. Trink weiter. Und er trank. Subhanallah. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, Wallahi ya Rasulallah, ich finde keinen Platz mehr für weiter. Eine kleine Schale. Und trotzdem hat es ihn satt gemacht. Das ist, weil die Baraka in dieser kleinen Sache vorhanden ist. Es ist nicht wichtig, ob du etwas Großes hast oder ob du etwas Kleines hast. Es ist wichtig, dass diese Baraka da ist. Wenn du nicht Bismillah sagst, wenn du nicht mit Bismillah anfängst, wo ist dann die Baraka? Wenn du nicht bis zum Ende alles isst, wo ist dann die Baraka? Viele Menschen fangen nicht mit Bismillah an. Viele Menschen erinnern nicht um die Bismillah. Okay, es zu vergessen ist nicht schlimm, aber den anderen zu ermahnen, das ist schlimm. Allah sagt doch im Koran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Umma, die hervorgekommen ist für die Menschheit. Ta'muruna bil ma'ruf. Ihr bietet das Gute. Wa tanhauna 'anil munkar. Und ihr haltet von dem Schlechten ab. Wenn wir das nicht machen, dann gibt es kein Khair, dann gibt es kein Gutes in dieser Umma. Ebenso ist die Baraka vorhanden, wenn wir das Essen zu Ende essen, bis zum Ende. Und nicht irgendwie etwas lassen und es dann wegschmeißen. Vielleicht ist in dieser Sache, die wir weggeschmissen haben, dieser Baraka. Abu Huraira radiallahu an sagte dann eben, Wallahi ya Rasulullah, ich finde keinen Platz mehr für weiteres. Und dann trank der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Rest. Sogar am Ende seines Lebens war er anders als wir. Genauso wie die anderen Sahabe, über die ich vorher geredet habe. Er sah mit Augen, die wir nicht haben. Also seine Augen sind nicht wie unsere Augen. Sein Herz ist nicht wie unser Herz. Als er am Sterben lag, weinte er. Okay, viele Menschen weinen, wenn sie sterben. Aber die meisten Menschen weinen, weil sie die Dunya verlassen werden. Weil sie nachdenken, was wird mit meinen Kindern passieren? Was wird mit meinem Erbe passieren? Werden sie sich darum bestreiten oder nicht streiten? Werden sie es teilen können oder nicht teilen können? Deswegen fragte man ihn, was lässt dich weinen? Warum weinst du? Was ist los mit dir? Er sagte, ich weine nicht für diese Dunya. Denn diese Dunya ist vergänglich, die ihr besitzt, sondern weil die Reise lang und das Proviant wenig ist. Die Reise zum Paradies ist lang. Du wirst als erstes in den Barzakh reingehen. Du wirst in den Grab reingehen und Munkar und Nakir werden dich fragen. Sie werden dich fragen, wer ist dein Herr? Was ist das Buch, was dir herabgesandt worden ist? Wer ist diese Person, die zu dir gekommen ist und dir die Botschaft verkündigt hat? Er wird dich um das Gebet fragen, ob du es gebetet hast. Und dann nach dem Barzakh wird Yawm al-Qiyam kommen. Und was lässt dich wissen, was Yawm al-Qiyam ist? Yawm al-Qiyam, jeder Tag ist wie 1000. Also du wirst 50 Situationen erleben. Du wirst auf dem Zirat sein, auf dem Weg sein. Und dieser Weg wird entweder lang oder kurz sein. Er wird breit oder dünn sein. Du wirst die Sonne über dich haben. Du wirst schwitzen, wie du nie geschwitzt hast. Du wirst vielleicht durch dieses Schweiß, was aus dir tropft, ertrinken. Eine Lage, die man sich nicht vorstellen kann. Eine Lage, die man sich überhaupt nicht vorstellen möchte. Die Reise ist lang und das Proviant ist wenig. Was hast du alles getan in dieser Dunya? Hast du viel gebetet? Hast du viel Dhikr gemacht?
Hast du Amr bil Ma'ruf gemacht, Nahi an al Munkar gemacht? Hast du sehr viele Nawafil gebetet? Und auch wenn du das alles gemacht hast, wer sind wir? Wir haben nichts gemacht, denn Allah gibt uns diese Kraft, damit wir diese Sachen machen. Und auch wenn wir viel gemacht hätten, das alles ist nichts im Gegenteil für das, was Allah uns gegeben hat. Und wenn ihr die Güten Allahs zählen würdet, so könntet ihr sie nicht aufzählen. Ich stehe am Ende des Weges, sagt Abu Huraira radiallahu anhu, entweder zum Paradies oder zum Höllenfeuer. Und ich weiß nicht, in welcher ich sein werde. So hat Abu Huraira radiallahu anhu am Ende seines Lebens gedacht. Möge uns Allah Leute zu Leuten machen wie Abu Huraira radiallahu anhu und zu den anderen Sahaba und mit ihm im Paradies eintreten lassen. O Allah, ich bitte dich für uns und für die anderen Brüder, Al-Firdaus al-A'la. Ebenso eine Frage, die wir uns fragen müssen, schon, wir haben über drei Sahabe schon geredet. Was hat sich bis jetzt geändert? Denn wenn man eine Sohbe macht oder einen Dars macht, dann muss man sich fragen, hat es etwas geändert in mir? Hat mein Leben sich geändert? Wenn es sich nicht geändert hat, dann ist unser Herz krank. Und wir müssen es wieder beleben, wir müssen es heilen. Hat es sich geändert? Dann Alhamdulillah, dann bitte ich auch noch diese, dass sie eben das verbreiten. Also es nicht nur bei sich lassen, wie wir es bei Abu Huraira radiallahu anhu gehört haben, er hat es auch weitergegeben. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum fa ya fawza al-mustaghfirin. Rabbana afina wa afu anna wa ahfazna bi asrari al-Fatiha.